macht der Kollege da oben denn? Na? Stehst du nochmal auf? Nee, der ist sie. So, da drüben war auch noch einer. Der schießt gegen die Wand. Gut, keine Gefahr. Tarnfeld aktiviert. So. Haha, da bin ich gar nicht mehr. Scheiße, der da oben sieht mich hier, ne? Ja, egal, aber der trifft mich nicht, weil der Bobo ist und nichts drauf hat. So. Ich warte hier lieber kurz. War klar, dass die mich dahinter sehen. Alter! So, erstmal hier eine Granate donnern. Na, Pfeil im Knie. Alter! Uncool. 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 Wow. Warte mal, da kommen welche. Das finde ich nicht schön. Tarnfeld aktiviert. Ja, das bin ich. Oh, da ist noch einer. Verdammt. Woo! Alter Schwede, meine Fresse. Ich mach das hier aber auch immer. Ja, genau. Ich jag das einfach in die Luft. Fick dich doch. Am Arsch. Pissnelke, ey. Nein, B. Scheiße, ey, da lief das, fing das hier so gut an, wie ich den da weggefiedelt habe. Und dann der Scheiß, naja. Lässt sich nicht ändern. Na? Och, diesmal gar keinen erwischt. Nein, du bleibst schön da. Ja. Stirb! Scheiße, den kriege ich natürlich nicht. Jetzt kommen die da hinten schon wieder angekackt. Alter! Geben mir aber auf hier. Ist schon ein Unterschied. Da ist einer. Der steht nicht nochmal auf. Tarnfeld aktiviert. So, ich will jetzt mal kurz. Da hinten ist einer. Da ist einer. Achso, den habe ich schon. So. Kann ich das kurz deaktivieren hier? Und dann... Ach verdammt, hier gibt es gar keinen... gar keine Möglichkeit, meine Munition aufzubessern. So, jetzt bin ich hier oben. Jetzt kann ich den da unten von hinten nehmen. Also. Ach komm, ja, seh mich. Schlampe, ey. So, mal schauen, was wie dem Auto eine Granate schmeckt. Nicht so gut, aber leider nicht die Wirkung, die ich erhofft habe mir hier. Nee. Oh Mann. Jawohl, hier ist Munition. Das ist gut. Granaten nehme ich mir auch gleich mit. Tarnfeld aktiviert. So, da ist einer drin, ganz alleine. Leiste ich ihm mal ein bisschen Gesellschaft. So, das zur Gesellschaft. Scheiße, da komme ich nicht durch, doch. Verdammt. Sch
schön einmal um ihn rumgeschossen. Das kann ich auch gut. Oh, das war ein Headshot. Ich will ein Scharfschützengewehr, verdammt. Na, treffe ich den? Ja, treffe ich. Da treffe ich den. Alter, aber danach... war es das auch nach einem Treffer schon wieder hier. Ach, der da oben. Schieb ab. Verdammt. Oh, eine Granate dahin gerollt. Hey, cool. Flog der da gerade selber weg? Och man, deckelt sich jetzt auch selbst. Ja, nee, doch. Tatsache. Oh man! So. Sehen wir doch mal zu, ob wir nicht hier hochkommen. Jawohl. Kommen wir sogar. Macht nix. Oh verdammt, da hab ich verrissen. Alter, jetzt kommen die von hinten hier an. Das finde ich aber uncool. Ah verdammt. Ah verdammt. Hey cool, war so geplant. Nein, das war nicht so geplant. Pissnaken, ey. So. Den habe ich weggefiedelt. Bleibt noch einer. Wo ist der denn? Da haben wir ihn ja. Zack. So. Dann ist hier hoffentlich erstmal Ruhe eingekehrt. Gegen Nova? Nö. Brauche ich nicht. Ach, verdammt. Ja. Ich könnte theoretisch jetzt das Ding darüber kicken, aber... Jawohl, das war doch cool. So, dann versuchen wir doch mal wieder von hinten, ne? Oh, ich schieße einfach mal hin. Vielleicht treffe ich ja was. Wichser. Oh, verdammt. So, Nummer 1 hätten wir. Die Felina ist schon ganz cool. Die ist nur ein bisschen ungenau. Oder ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich nenne sie jetzt einfach so. Ja, hast du mich? Nicht mit mir. Nicht mit mir. So. Hier ist Ruhe. Oh, geil. 8 Schuss noch. Ich kann ja mal gerade kurz gucken. Haben wir hier denn irgendwo Muni? Was haben wir denn da? Verlassen. Infiltrieren. Granate. Flankieren. Ne, irgendwie nicht. Was haben wir da? Gastank. Okay, cool. Und da hinten? Stumm. Karabiner. Schauen wir mal. Oh, was haben wir hier drin denn, Spanis? Jawohl, Munition. Kann man gut gebrauchen. So. Das bin ich. Guck mal, wie sie da rumstehen. So, kann ich gleich durch beide durchschießen. Gut. Da hätten wir das Gebiet hier gesäubert. So, ich will noch mal kurz hier einmal schnell einen Blick reinwerfen. Vielleicht habe ich dann doch noch was übersehen. Genau, die Radios sind überall und der labert da jedes Mal was Neues. Das ist dann immer so die aktuellen Geschehnisse im Prinzip. Hier von der Stadt. Ein leerer Bus. Oh, nicht schlecht. So, nee, keine Granaten. Das habe ich auch nachgeladen. Sehr schön, dann kann es hier ja weitergehen. Ah, nee. Tor öffnen muss ich ja. Ne? So, damit sind wir in den U-Bahn-Schächten und... Was piept hier so? Ja, die sehen richtig gesund aus, die Kollegen hier alle.
die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Ich kriege Dutzende von Hitzesignaturen direkt unter ihnen. Seien Sie bloß vorsichtig. Genau, Nanovision ist quasi Hitze-Sensor, also Hitzevisor. Alter, unzerstörbar, das Ding, heftige Lage. Ja, wie das auf einmal abgeht hier. Zack, stirb. Ja, viel mehr ist hier nicht. Ach ja, New York. So. Hier wird schon fett geballert. Die Frage ist nur, wer gegen wen. Na, sehen wir uns das mal an. Es ist ein Nest. Raus da, Prophet. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Waffe. Clear. Achso, bleibt sich gleich. Nee. Ich will die Scar ab. Oder Scar AB oder... Wie auch immer. Interessant, dass man vom U-Bahn-Schacht einfach in ein Gebäude rein kann. Dass da nur quasi so eine Bodendecke ist und direkt darunter... U-Bahn. Nicht schlecht. Ja, will ich ja. Dreh dich doch mal zu mir. Oh, schick. Ja, denen jetzt alle hier ein bisschen dreckig, würde ich mal sagen. Und damit haben wir den Abschnitt hinter uns gebracht. Und jetzt wird quasi die Karte von New York geladen und es wird angezeigt, was unser Ziel ist und alles. Das ist immer ganz interessant, ist ganz geil gemacht. Und das da ist übrigens, wird glaube ich sogar erklärt. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, genau, das ist der Virus. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nano-Suit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden. Oh ja, wir kriegen jetzt Alien-Besuch. Und ich glaube, jetzt kommt wieder Ladebildschirm. Deswegen... Alter, schon voll geladen, ne? Aber trotzdem will er es nicht beenden. Ich unterbreche kurz die Aufnahme und dann... So! Das war's. Sehr schön. Kinder und Schatz zum Helfen gut. Kinder einen Weg zum Helfen gut. Ja, machen wir. Wir sollen Nathan Gould finden. Also wenn er im ersten Teil schon mit dabei war, dann kann ich mich nicht an ihn erinnern. Oh, eine Marshall. Eine schöne Schrotflinte. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Alter, was hat der denn für eine Fresse? Auch nicht schlecht. Ach, komm schon. So. Sind wir hier durch? Mach du Scheiße, was denn da explodiert? Alter Schwede. Ich glaube, das sind ein paar Raketen, die da gerade lang düsen. Gehen wir erstmal hier in Deckung. Oh, passiert, glaube ich, nicht mehr allzu viel, ne? Oh, oder doch? Und auf einmal liegen wir am Boden. Und das hat auch den Anzug etwas überlastet. Kurzzeitig. Feuere! Schalte ihn aus! Ziel erfasst. Oh ja. Und da haben sie tatsächlich... Alien-Raumschiff abgeknallt. Alter, einmal fett durchs Gebäude durch, nicht schlecht. Und sieht auch noch geil aus. Alter Schwede, wie geil. Wie geil war das denn? Sehen Sie das, Mann?
Sehen Sie das? Ja, ich stand fast daneben. Ihrer Position entfernt runtergegangen sein. Sie wissen, was das heißt, oder? Das ist unsere Chance. Es wird ernst. Vergessen Sie die Exfiltration. Wir müssen das jetzt nutzen. Holen Sie Proben von der Absturzstelle und bringen Sie sie zu mir ins Labor. Alles klar, ist drin. Die Spuren zurückzudrängen. Vielleicht sogar die gesamte Invasion. Aber Sie sollten sich beeilen. Dank Lockhart wird es bei der Absturzstelle schon bald von Cell wimmeln. Seien Sie vorsichtig, Prophet. Erreiche die Absturzstelle.